Liebe Zuschauer, willkommen zurück in Wintersports The Next Challenge. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Das letzte Mal haben wir geübt und endlich geschafft, im Biathlon eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer zu erreichen. Ihr seht es hier, 60,59 haben wir erreicht und die nächsten Ereignisse freigeschalten. So, stürze so hart du kannst nach einem Sprung von mindestens 130 Metern von der großen Schanze. Was? Stürze so hart wie du kannst, was ist denn das für ein Szenario, okay? Und springe mindestens 50 Meter in dem Super-G-Rennen, such dir die beste Rampe auf der Strecke. So, stürze so hart du kannst nach einem Sprung von mindestens ein... Okay, probieren wir das da mal, stürzen, das sollten wir doch hinbekommen, oder? Was ist das denn? Heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus, so, nämlich auf die Großschanze. Wir hoffen natürlich, ein paar richtig weite Sprünge zu sehen. Na, dann gucken wir doch mal. Perfekte Bedingungen. Also wir sollen dann stürzen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Okay, das heißt, wir müssen einen richtig perfekten Sprung machen. Und sollen dann aber stürzen. Das heißt, wir müssen perfekt kommen. Perfekter Absprung, so geht's ja gar nicht. Hä? Es hat eben heute einfach nicht gereicht. Was soll ich denn dann hier auf... Ich habe einen perfekten Absprung gehabt. Wind. Also wie gesagt, wundert euch nicht. Man soll ja stürzen. Die Frage ist, wie soll ich auf 130 Meter kommen? Der Absprung ist ja jetzt nicht so schlecht. Also das verstehe ich jetzt. Was sind das für Szenarien? Also sofort in Schieflage. 110, also wie soll ich denn da 20 Meter weiterkommen? Das verstehe ich nicht. Ja, der Skisprungmodus ist so ähnlich wie im Skispring 2007. Der funktioniert ja sehr ähnlich. Ist ja auch derselbe Entwickler. Ja, das sah schon besser aus. Man kann nicht immer Das sah schon besser aus. Muss also wirklich perfekt, auch so die Wetterbedingungen müssen dann auch so ein bisschen perfekt stimmen. Auch hier wieder relativ, na, Seitenwind so ein bisschen. Aber da kann man auch den Absprung gut üben. Na, das war nichts. Du darfst halt in der Luft nicht so super schräg kommen. So. Ich komme jetzt auf 112. Aber wie gesagt, ich soll ja stürzen. Aber eben was bei 130 Metern. 122 hatten wir schon mal. 91 Absprung und sofort fliegen sofort halt. Wir fliegen halt sofort. Sobald du so einen Trall dann hast, dass du sofort nach rechts oder links. Dann verlierst du ja auch unglaublich an Höhe. Das ist halt das Problem gerade hier so ein bisschen, was wir haben. Das Ganze wird auch sehr, sehr einfach mit der Maus gesteuert. Jetzt aber. 126. Schade, da hätten noch 4 Meter gefehlt, aber wir müssten halt auch wieder so ein bisschen ausgleichen. Super Absprung. Ja, landet sogar noch auf beiden Skiern. '88 war jetzt nicht so weit gewesen. 122, aber wir brauchen 130. Also man kann gut hier den Start und so weiter üben bei diesem Szenario, sage ich jetzt mal, bei dieser Aufgabe.
Das muss man lassen. Man übt halt sehr, sehr gut den Start, um erstmal auf diese Weite überhaupt zu kommen. Super Absprung, krass. Aber nur 120 erreicht, weil wir wieder hin und her geflogen sind. Aber ihr seht auch, wenn ihr so rechts unten in den Bildschirm anschaut, man kann dieses Spiel auch komplett mit Tastatur spielen. Auch hier 120 Meter, also es kommt anscheinend doch nicht immer so auf den Start an. Aber wir werden leider wieder nach rechts geschmissen. Also wir waren wieder viel zu niedrig. Also ihr seht, es braucht jetzt halt bei den Aufgaben deutlich mehr Versuche. Nicht so wie wir das vor zwei Parts hatten. 92 und wenn wir sofort nach rechts fliegen, was willst du denn da noch erwarten? Was willst du denn da noch erwarten, wenn wir sofort nach rechts geschmissen werden? Gerade kein Wind zu wissen. Ah, doch Wind. ...126, also noch weiter scheint es gar nicht zu gehen. Das ist halt auch ein bisschen ungünstig. Also, na dann, weiter geht's. Immer nur probieren. Anders kann es ja nicht klappen. 94! Ah, Leute, glaubt man das? Es fehlen ein paar Zentimeter. 129. Also, es liegt anscheinend doch am Absprung. Auf geht's. Nächster Versuch. So. Gut weggekommen. Aber zu wenig Höhe gehabt. War wieder irgendwie nach rechts, links oder rechts getragen worden. Sieht schlecht aus. Klasse, das hat uns Jawohl. Gut gefallen. Davon würden wir gerne mehr sehen. Okay, es hat gut gefallen. Das war wirklich zum Genießen. Es hat gut gefallen, wenn ein Skispringer stürzt. Naja, also wir haben es geschafft. 132 Meter. War ein bisschen Übung erforderlich, wie ihr gesehen habt. Ja, und damit ist diese Aufgabe erfüllt. So, springe mindestens 50 Meter im Super-G, such dir die Rampe auf der Strecke. So, das klingt auch ein bisschen schwierig. So, Riesenslalom und Rechnen kann man sich vielleicht fürs nächste Mal vormerken. Das müssen wir ein bisschen lernen wahrscheinlich. So, wir nehmen erstmal das hier. Mal gucken, ob wir da eine passende Rampe haben im Riesenslalom. Und an meiner Seite begrüße ich das Wintersport-Urgestein, den wortgewaltigen Sportexperten und allseits beliebten... Na, na, jetzt übertreiben Sie mal nicht. Stimmt. Also, das mit dem Experten nehme ich natürlich zurück. So, Start klappt schon mal ganz gut. Hallo? Hallo? Das muss man wieder mit Tastatur spielen, okay? So... Okay, dann habe ich jetzt ein bisschen gefailt. So, ich glaube, die Zeitstrafen sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist ja nur, dass wir irgendwo eine Rampe brauchen. Hier ist zum Beispiel eine. Wie gesagt, wir müssen erstmal eine Rampe finden. Also da hat einiges gefehlt zum Sieg. Ah, die Rampe, aber schaut mal, 48 Meter. 48 Meter müssen wir da. Und da ist da die vordere Rampe da, glaube ich, die beste. So, wir haben einen perfekten Start.
Hier könnten sie doch mal was in Richtung Höchstgeschwindigkeit machen. Geschwindigkeit ist nicht schlecht. Da ist die Rampe. Die haben wir verfehlt. Da haben wir jetzt gefehlt, schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob wir später noch mal eine haben. Lass mal sehen, wie lang diese Strecke ist. Es. Ja, das ist schade. Die einzige Rampe, die in Frage kommt, ist noch relativ am Anfang dieser Strecke. So, sehr schön, perfekt, gute Weite haben wir da also erreicht. Hier ist die nächste. Hier springen wir gar nicht. Und auch ein bisschen den Riesenslalom noch mal üben. Wir haben keine weitere hier. So, ich habe noch eine. Okay. Zwei Zeitstrafen. Also gibt es noch eine weitere Rampe. Für den Sprung. Jetzt haben wir richtig Tempo drauf. Schade, das hätte es sein können. Ja, 49,1 Meter war das weiteste, was wir geschafft haben. Aber da geht noch mehr. Aber das ist hier die obere Rampe. Das ist hier oben. Gleich, wo man das eigentlich reißen muss. Also gut, da unten war eben auch noch die eine, die wir hatten. So, und jetzt? Geschafft, und zwar mit Bravour! Okay, das müsste schon gewesen sein. 58, wenn das die Meterzahl war, dann haben wir das schon geschafft. 58 Meter. So, wie gesagt, die Tore und so weiter, die ganze, das ist ja erstmal jetzt nicht so relevant. Jetzt hier für diese Aufgabe relevant ist einfach, dass wir diese Sprunghöhe schaffen. Jawohl, 58 Meter. Also wie gesagt, das muss man da oben halt gleich hopp oder top, sage ich jetzt mal. Ja, und damit haben wir auch dieses Szenario erreicht und hier das nächste freigeschalten. So, Rhythmus 90%, Riesenslalom und was haben wir hier? Bobrennen ohne Kollision. Das halte ich für möglich, dass das schaffbar ist. Akrobat. Wir probieren das einfach mal. Ein Versuch. Für einen Versuch haben wir heute auf jeden Fall noch Zeit. Ja, dann probieren wir das mal. So. Danke, dass Sie heute wieder dabei sind, liebe Sportfreunde. Also. Ich denke, ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass Sie voll auf Ihre Kosten kommen werden. Aber eigentlich wäre ein perfekter Start dafür eher nicht so gut, weil man da viel schneller ist und das natürlich schwieriger ist, die Kollision zu vermeiden. 61, das ist schon mal gut, das ist nicht perfekt. Also
Bobrennen ohne Kollision. Ist ja auch im realen Bobsport, kommt ja aber ein bisschen auf die Strecke an, aber relativ selten. So, ich versuche jetzt ja so ein bisschen ergonomisch zu fahren. So, da haben wir schon die erste Kollision, können wir schon vergessen. Also ein bisschen gucken, dass wir die Strecke kennenlernen. Ich versuche so ein bisschen die Geschwindigkeit unten zu halten. Zeitdruck haben wir ja nicht. Das ist auch natürlich ganz schön lang, die Strecke zu fahren. Trotzdem haben wir doch eine super Kurve. Wir sehen das Ganze mal bei Tag. So, geschafft haben wir das, glaube ich, nicht. Leider nicht geschafft. Zwei Kollisionen. Sehr ärgerlich. Okay, hat nur zwei Kollisionen gezählt. Das heißt, so ein Dran-Schramm ist anscheinend doch erlaubt. Scheint noch ein einer Bob zu sein. Also einmal können wir es noch probieren. Ein zweier Bob ist das, okay. Haben wir ja fleißig geübt, diesen Bobstart. So, 74er Start. Sieht man ja auch so ein bisschen an diesen Wellen, ob man das gerade berührt. Also wie gesagt, ich versuche das hier ein bisschen so, die Geschwindigkeit dann unten zu halten. Was normal hätten wir, wenn man da jetzt so ein bisschen diesen Drall sieht, hätten wir ja da schon 4-5 Berührungen. Naja, das ist jetzt aber schon noch eine Schramme gehabt, eine Schrammung. Ich normalerweise nicht machen, sondern wir sind gleich am Ziel. Mal gucken, ob das dann ausreicht. Eine. Das war aber schon. Hier sind wir schon ein bisschen Donner dran geprallt. Wieder 136 erreicht. Und damit ist das Ziel erreicht. Wir haben es geschafft. Obwohl da kann man eigentlich nur noch gratulieren. Okay. Da haben wir diese Aufgabe auch geschafft, obwohl wir es ein bisschen geschrammt sind, haben wir doch wahrscheinlich nicht so doll gegen die Bande fahren. So, geschafft haben wir es, unsere beiden Helden hier. Und dann würde ich sagen, haben wir dieses Szenario abgeschlossen. So, am Anfang ein bisschen gefailt. So, Leute, aber die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich hoffe, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen und seid doch im nächsten Video wieder dabei. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.